Trink dieses Getränk, um deine Gesundheit zu fördern. Weißt du, was das am zweithäufigsten konsumierte Getränk der Welt ist? Wir geben dir ein bisschen Zeit zum Überlegen. Wenn du Tee gesagt hast, dann liegst du richtig. Tee ist das zweitbeliebteste Getränk nach Wasser. Weißt du aber auch, welche Teesorte immer wieder für die Gesundheitsvorteile gelobt wird? Wenn du jetzt an Grüntee denkst, dann liegst du wieder richtig. Grüntee wird nämlich schon seit Tausenden von Jahren konsumiert. Er ist geschmackvoll und gesund, aber wie viele Kalorien hat er? Die Antwort lautet 0. Neben vielen gesundheitlichen Vorteilen wird Grüntee dafür gelobt, dass er Menschen beim Abnehmen, Fettverbrennen und beim Ankurbeln des Stoffwechsels hilft. Schau dir diese 8 Gründe an, warum du deinen Morgenkaffee oder deine Mittagslimonade lieber mit einer Tasse Grüntee tauschen solltest, um deiner Gesundheit Gutes zu tun. Bevor wir dir aber die ganzen Gründe verraten, warum du Grüntee trinken solltest, darfst du nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten. Schau dir das Video an. Nummer 1. Lebe ein herzgesundes Leben. Es ist bewiesen, dass das Trinken von Grüntee dank der Katechine, die darin enthalten sind, das Risiko von kardiovaskulären Erkrankungen deutlich senken kann. Und Grüntee ist reich an Katechinen. Katechine sind eine Art von Verbindungen, die starke Antioxidantien sind. Viele der effizientesten Gesundheitsvorteile von Grüntee werden seinem am meisten vorkommenden Katechin zugeschrieben. Ethylgalocatechin-Gelat, kurz EGCG. Grüntee ist zudem reich an Polyphenolen, was natürlich vorkommende Chemikalien sind, die in Getränken und bestimmten Früchten und Gemüse vorkommen. Polyphenole haben starke entzündungshemmende Wirkungen. Die Antioxidantien und entzündungshemmenden Wirkungen von Grüntee arbeiten im Körper zusammen, um den Blutdruck zu senken und das Risiko von Schlaganfällen und koronaren Herzkrankheiten zu reduzieren. Nummer 2. Kurble den Stoffwechsel an und verbrenne Fett. Die Katechine im Grüntee sind auch dafür verantwortlich, unseren Stoffwechsel anzukurbeln und Fett zu verbrennen. Wenn du vor dem Training Grüntee trinkst, dann wird es die Menge von Fett, das du während des Workouts verbrennst, sowie der Zeit sofort danach erhöhen. In einer im Jahr 2008 in der amerikanischen Fachzeitschrift The American Journal of Clinical Nutrition veröffentlichten Studie wurden 12 Männer, die 30 Minuten lang trainiert haben, Grüntee-Extrakt gegeben und sie haben 17% mehr Fett verbrannt als die Männer, die das Extrakt nicht nahmen. Es wurde gezeigt, dass Grüntee-Extrakt die Fettverbrennung während moderatem bis hochintensivem Training erhöht und zudem die Glukosetoleranz bei gesunden Erwachsenen verbessert. Eine Tasse Grüntee vor einem harten Training wird dich mit fettverbrennenden Ergebnissen bescheren. Nummer 3. Lebe länger. Grüntee kann deinen allgemeinen Gesundheitszustand verbessern, weshalb er natürlich auch deine Lebensqualität verbessert und dich gut in die älteren Jahre übergehen lässt. Eine im Jahr 2006 in der amerikanischen Fachzeitschrift The Journal of the American Medical Association veröffentlichte Studie hat ergeben, dass der Konsum von Grüntee mit einer verringerten Sterblichkeit aufgrund von vielen Ursachen, einschließlich kardiovaskulärer Erkrankungen, in Zusammenhang gebracht wird. Die Studie wurde über 10 Jahre lang durchgeführt, beobachtete mehr als 40.000 japanische Erwachsene und es wurde festgestellt, dass Menschen, die 5 oder mehr Tassen Grüntee am Tag tranken, länger lebten. Es gab auch weniger Fälle von Herzerkrankungen und Schlaganfällen. Wenn kardiovaskuläre Krankheiten in deiner Familie verbreitet sind, dann könnte es eine gute Idee sein, anzufangen, Grüntee zu trinken. Nummer 4. Bekämpfe Angst. Fühlst du dich ängstlich oder gestresst? Eine Tasse Grüntee kann dir helfen, damit du dich gleich besser fühlst. Laut einer Schweizer Studie von 2017 wurde bewiesen, dass Grüntee Angst mindert und starke positive Wirkungen auf deine mentale Gesundheit hat. Grüntee enthält L-Theanin, eine einzigartige Aminosäure, die die Hirnfunktion des Menschen reguliert. Forscher haben die positiven Effekte, die es für die Linderung von Angst haben kann, untersucht. L-Theanin hat stark beruhigende Wirkungen und lindert Stress, ohne dabei Schläfrigkeit zu verursachen. Es erhöht zudem das Dopaminlevel und mindert Depressionen. Das nächste Mal, wenn du etwas traurig bist, dann trink dein Grüntee aus und dich wird schon bald eine angenehme Ruhe überkommen. Versuch dir L-Theanin bis später zu merken, denn wir werden dir noch mehr über diese wunderbare Aminosäure erzählen. Nummer 5. Töte Bakterien in deinem Körper und Zähnen. In Studien wurde gezeigt, dass Grüntee Bakterien töten kann.
Der Hauptbestandteil von Grüntee hat nämlich antiinfektive Eigenschaften und es wurde festgestellt, dass sie als antiviraler Wirkstoff gegen Viren wie Influenza A oder Hepatitis C wirken. Die antiviralen Eigenschaften von Grüntee wurden auch mit einem geringeren Risiko von Löchern in Verbindung gebracht, die vor allem durch Mikroorganismen wie Streptokokkenmutanten und dem Lactobacillus acidophilus verursacht werden. Die Gegenwart dieser Mikroorganismen kann zu Zahnschmerzen, Infektionen und sogar zu Zahnverlust führen. Aber Grüntee kann sie bekämpfen. Grüntee verhindert als antibakterielles Mittel die Verbreitung dieser Mikroorganismen in deinem Mund, was dir starke und gesunde Zähne verleiht. Nummer 6. Abnehmen. Das Übergewicht hat sich seit 1980 weltweit verdoppelt. Koffein und Grüntee wurden als Abnehmstrategien und zum Halten des Gewichts vorgeschlagen. Da Grüntee deinen Stoffwechsel ankurbeln und dein Fett verbrennen kann, ist er ein tolles Mittel, das du bei deinen Abnehmplänen nicht außer Acht lassen solltest. In einem Bericht, der 2009 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift International Journal of Obesity veröffentlicht wurde, wurde angeführt, dass die Katechine im Grüntee das Körpergewicht halten oder reduzieren könnten. Die Auswirkung schien klein, aber sie war definitiv positiv. Die Vorteile von Grüntee fürs Abnehmen sind wahrscheinlich klein, insofern sie nicht mit einer höheren Dosis von Katechin und Koffein zusammentreffen, als in einer normalen Tasse Grüntee enthalten sind. Grüntee selbst kann keine deutlichen Abnehmvorzüge aufweisen, aber wenn er mit einer gesunden Ernährung und Training verbunden wird, dann werden sich sicherlich Ergebnisse zeigen. Nummer 7. Verbessere deine Hirnfunktion und senke dein Risiko für Alzheimer. In der Schweizer Studie aus 2017 wurde auch gezeigt, dass Grüntee unsere Wahrnehmung verbessert und für unser Gedächtnis und unsere Aufmerksamkeit vorteilhaft ist. Grüntee enthält Koffein, das ein Wachmacher ist. Koffein wurde schon oft erforscht und es wurde festgestellt, dass es unsere physische Wachsamkeit verbessert, unsere Energie fördert, unser Langzeitgedächtnis festigt und insgesamt unsere Laune hebt. Erinnerst du dich noch an L-Theanin? Die gemeinsame Wirkung von Koffein und L-Theanin macht Grüntee zu einem gehirnfördernden Getränk. In einer Studie aus dem Jahr 2010 wurde eine Steigerung der Aufmerksamkeit, Rückgang der Müdigkeit und höhere Fokussierung der Aufmerksamkeit sowie verbesserte Genauigkeit beim Aufgabenwechsel festgestellt. Durch die gemeinsame Macht von Koffein und L-Theanin kann Grüntee deine Hirnfunktion verbessern. Nummer 8. Senke dein Diabetesrisiko. Diabetes Typ 2 ist die häufigste Form von Diabetes. Laut CDC, US Centers for Disease Control, amerikanische Zentren für Gesundheitskontrolle, leben mehr als 29 Millionen Amerikaner mit Diabetes Typ 2 und 25% der Erwachsenen in den Vereinigten Staaten wissen nicht, dass sie es haben. Forscher haben die Wirkungen getestet, die der Konsum von Grüntee auf Nicht-Diabetiker hat, um zu sehen, ob es einen Zusammenhang zwischen Grüntee-Konsum und einem geringeren Diabetesrisiko gibt. In einer Studie, die in Japan über 5 Jahre mit über 17.000 Menschen durchgeführt wurde, wurde festgestellt, dass diejenigen, die regelmäßig Grüntee tranken, weniger wahrscheinlich Typ 2 Diabetes entwickelten als diejenigen, die nur sehr wenig oder überhaupt keinen tranken. Eine andere Studie hat gezeigt, dass IgCG-Bestandteil im Grüntee auch das Potenzial hat, die Insulinempfindlichkeit zu erhöhen. Zusätzlich wurden während einer Reihe an kontrollierten Untersuchungen 1133 Menschen auf die Wirkungen von Grüntee auf die Glukoseregulierung und die Insulinempfindlichkeit getestet. Die Tester haben gezeigt, dass der Konsum von Grüntee die Nüchternkonzentration von Glukose, Hämoglobin und Insulin reduziert. Grüntee hat viele Vorzüge und wir sollten ihn alle mehr trinken. Bitte beachte, dass er fast keine Nebenwirkungen hat. Falls die folgenden 2 Leiden jedoch auf dich zutreffen sollten, dann solltest du am besten auf ihn verzichten. Nummer 1. Menschen, die blutverdünnende Medikamente einnehmen, insbesondere den Wirkstoff Varafin, sollten keinen Grüntee trinken. Grüntee enthält Vitamin K und kann dieses Medikament unwirksam machen. Nummer 2. Allgemein gesagt enthält Grüntee eine geringe Menge Koffein. Ungefähr 25 bis 29 Milligramm Koffein in einer ca. 240 Milliliter Tasse. Im Vergleich zu aufgebrühtem Kaffee, der 96 bis 146 Milligramm Koffein in einer ca. 240 Milliliter Tasse enthält, hat Grüntee nicht viel Koffein. Somit sollten Menschen, die koffeinempfindlich sind, besser vorsichtig mit ihrem Grünteekonsum sein. Beachte, dass der Koffeingehalt im Grüntee von seiner Herkunft, der Zubereitungsmethode sowie der Art zu ziehen abhängen kann. Hier kommt eine Empfehlung. Du kannst Grüntee in Pulverform, Teebeuteln und als lose Blätter finden.
Für die besten Gesundheitsergebnisse solltest du Grüntee in Flaschen vermeiden, wenn sie zusätzlichen Zucker enthalten. Kontrolliere auf dem Etikett, um sicherzugehen, dass keine Süßstoffe wie Maissirup mit hohem Fructosegehalt oder Aspartam hinzugefügt wurde. Grüntee scheint ein Superdrink für die Gesundheit zu sein, oder nicht? Außerdem kannst du ihn noch heiß oder mit Eis trinken, jederzeit und überall. Das nächste Mal, wenn du Gäste hast, dann verwöhne sie doch mit etwas Grüntee. Verrat es uns. Trinkst du Grüntee? Hast du gemerkt, dass sich dein Gesundheitszustand verbessert hat? Sag uns in den Kommentaren, wie dir Grüntee geholfen hat und vergiss nicht, unseren Channel zu abonnieren, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben. Bye bye!